Hallo, grüß euch, heute habe ich wieder eine Art Journal-Seite für euch, ziemlich abstrakt, und zwar verwende ich dieses Farbschema. Ich verwende als Journal diesen Arteza Aquarellblock. Das ist DIN A5 Größe und ich mag den für Mixed Media ganz gern. Für Aquarell finde ich ihn jetzt nicht so ideal, man geht schon, ist jetzt nicht total schlecht, aber ich finde, dass die Farben, die Aquarellfarben da nicht so leuchtend trocknen, sondern eher ein bisschen blass ausschauen wie auf manchem anderen Papier. Ich habe gestartet mit einem Neocolor Crayon, also so einer wasserlöslichen Wachsmalkreide, und habe da einfach mal ganz wild ein paar Linien aufs Papier gezogen. Ich verwende jetzt Acrylfarben, und zwar habe ich da zwei Gelbtöne, die ich mal gemischt habe, weil irgendwie beide nicht zu 100% passt haben. Und ich trage die mit einem Silikonpinsel auf die Seite auf. Ich mag das ganz gern, weil ich Pinselstriche eigentlich nie so gern mag, und ich finde, da kriegt man halt eine richtig glatte Oberfläche. Wenn ich solche Seiten mache, ist es ja immer so, dass man relativ viel Trocknungsphasen zwischendrin hat, weil die Acrylfarbe eben einfach ein bisschen braucht, bis trocken ist. Deswegen mache ich das normalerweise so, dass ich gleichzeitig in mehrere Art Journals arbeite, meistens so 3 bis 4, und dann kann man immer, während das eine trocknet, am anderen weitermachen. Das finde ich eigentlich ganz praktisch, und das reißt einen dann auch nicht so aus diesem Malprozess raus. Hier mische ich Portrait Pink, so ganz ein helles Rosa mit ein bisschen Queen Acridone Magenta. Ich weiß gar nicht, wenn man das jetzt so auf Deutsch sagt, Queen Acridone, keine Ahnung. Damit ich halt so einen Pinkton kriege, wie das in meiner Farbvorlage ist. Diese Farbkärtchen nehme ich total gern her als Inspiration und so als Start, ja, als Startgrundlage für ein Beutel, weil man dann einfach schon so ein bisschen eine Idee hat, wo es hingehen soll. Ich habe ein Video gemacht über diese Farbkarten, ich verlinke euch das am Ende von dem Video. Jetzt gibt nochmal das gleiche wie vorher, trage dieses rosa Pink-Gemisch genauso auf mit diesem Silikonpinsel. Ich habe jetzt auch nicht gewartet, bis das Gelb trocken war, weil ich finde, wenn so ein paar feuchte Bereiche dabei sind und sie das nur so mischt, dann schaut es oft recht gut aus. Man muss da ein bisschen drauf Acht geben, dass man keine Farben hat, die jetzt so Schlammfarben mischen. Also Gelb und Rosa geht ja gut, wenn man jetzt Orange und Blau hat, dann funktioniert es nicht so gut. Mittlerweile ist es getrocknet und ihr seht schon, ich suche mir da gerade einen wasserlöslichen Buntstift raus. Das sind die Derwent Intense Stifte. Ich habe erst mit Schwarz angefangen, habe mir dann aber gedacht, ich nehme eher eine Farbe, die zu meinem Farbschema passt. Ich glaube, dass ich ein dunkles Grün habe oder ein Lila. Ich kann es jetzt echt nicht sagen, weil bei mir ist der Bildschirm von dieser Software relativ klar. Und ich sehe nicht, ob das jetzt grün ist oder lila oder schwarz. Und auch hier mache ich das ganz locker. Ich halte den Stift weit hinten, damit die Linien möglichst wenig Kontrolle haben. Hier verwende ich eine Acryltinte, und zwar das Brillant Violett von Schminke. Das ist eine ganz transparente Farbe. Ich mag die total gern. Und ich tue die einfach mit dem Finger ein bisschen verwischen und verwende dann so eine Sprühflasche mit Wasser, damit die Farbe ein bisschen verläuft. Wenn ich dann so Bereiche dabei habe, die mir jetzt nicht gefallen oder wo zu viel Farbe hingekommen ist oder zu viel Wasser oder vielleicht sogar so viele Spritzer, die durch dieses Aufsprühen entstehen, dann nehme ich so ein Babyfeuchttuch und tue einfach die Farbe in diesen Bereichen wieder wegtupfen. Ich verwende noch ein bisschen mehr von dem Lila-Ton, weil ich finde, dass es ein bisschen dunkler werden darf. Damit ein Bild interessant wird, ist immer wichtig, dass man eine breite Spanne an Tonwerten hat, das heißt von dunkel nach hell. Das macht es kontrastreicher und damit einfach interessanter. Und deswegen verwende ich einfach von dem dunklen Lila noch ein bisschen mehr, damit ich solche Bereiche auf der Seite habe.
Das Ganze lasse ich jetzt erstmal wieder trocknen und dann werde ich nur mit einer weiteren Schicht Acrylfarbe auf die Seite gehen. Layer erzeugen immer Tiefe, dadurch, dass ich mir auch also in die oberen Layer Schichten, sage ich mal, transparentere Farben hat, sieht man das, was unten drunter ist, immer bis halt durch. Und das sorgt auch dafür, dass das Ganze einfach mehr Dimension kriegt. Ich verwende hier das Saftgrün von Schminke. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfarben. Ich habe die bisher in der aus der Akademie-Reihe gehabt, also die Studentenfarben sozusagen. Und haben wir das jetzt mal aus der Künstlerreihe geholt. Da ist das Ganze ein bisschen flüssiger und ich habe das Gefühl einfach mehr pigmentiert und viel intensiver. Und man braucht wirklich ganz wenig Farbe, um ja, viel aufs Papier zu kriegen. Ihr seht es, neben mir habe ich immer ein Papier, auf dem ich meine Farben drauf habe und auf dem ich ein Pinsel sauber mache oder meine Finger sauber mache. Und diese Papiere, die schauen nachher meistens wirklich klasse aus und eignen sich super für Collagen. Das heißt, die hebe ich eigentlich immer auf und wenn die mit Farbe voll sind, dann nehme ich einfach ein neues. Weil wenn es dann zu dick Farbe drauf haben, dann sind es für Collagen natürlich auch nicht mehr so geeignet. Ich verwende hier nur mal die Sprühflasche, damit das Grün ein bisschen verläuft. Das Ganze lasse ich wieder trocknen. Und jetzt möchte ich ein bisschen was stempeln. Ich habe da einen Stempel mit so Zahlen drauf geschrieben. Da geht es mir jetzt nur um die Textur. Das Motiv an sich ist mir nicht so wichtig. Ich finde, das passt jetzt ganz gut auf die Seite. Da mache ich einfach nur in ein paar Bereiche so ein paar so leichte Stempelabdrücke. Ich finde, dass das eine interessante Textur im Hintergrund gibt. Das muss man natürlich nicht machen, wenn ihr jetzt keine Stempel habt. Hättet ihr ja vielleicht auch gleich schon am Anfang bei ein paar Bereichen eine Collage drunter kleben können mit Buchseiten oder irgendeinem beschrifteten Papier oder irgendeinem Texturpapier und dann erst mit dem neuen anfangen, dann scheint das später auch von unten ein bisschen durch und man hat so interessante Elemente drauf. Hier verwende ich wieder die Neocolor-Kreiden, um nur ein paar Markmakings drauf zu machen. Ich verwende da wieder die gleichen Farben, die zu meinem Farbschema passen. Und da mache ich einfach Kritzeleien oder Punkte. Und vorher habe ich ja gesagt, dass wir so ein bisschen eine tonale Variation haben muss, also hell und dunkel, Apps von allem. Und ich finde, dass das hell ein bisschen untergegangen ist und verwende deswegen nochmal die weiße Acryltinte, um so ein paar hellere Bereiche nochmal reinzubringen. Und natürlich brauche ich wie fast immer ein paar Farbspritzer auf der Seite. Ich finde, das passt da total gut dazu. Mir fällt auf, dass so ein bisschen von diesem Pink-Ton fehlt, das auf meinem Farbschema mit dabei ist. Und da verwende ich einfach den pinken Neocolor. Trock den auf und verblend den ein bisschen mit Wasser und einem Pinsel.
Wenn dies wieder komplett getrocknet ist, verwende ich noch meine Posca Paint Pens, um die ganze Seite fertig zu machen. Ich mache hier und da noch ein paar Punkte, ein paar Stricherl. Das ist so der Lieblingsteil am Moin, wenn die Seite fast fertig ist und wenn ich dann noch hier und da Akzente setzen kann. Ich möchte jetzt das Klebeband rundum entfernen. Das geht ganz oft relativ schwierig, vor allem bei Aquarellpapier. Und dafür verwende ich diesen Heißluftföhn und mache das warm und dann lasst sie das wunderbar abziehen. Da sind jetzt einige Bereiche unterm Klebeband, die ein bisschen mit Farbe vollgegangen sind und da verwende ich einfach den weißen Posca-Marker und übermal die. Den grünen Bereich rechts, den helle ich nur so ein bisschen auf, indem ich mit einem gelben Pastellstift noch ein paar Markmakings mache. Ich habe schon mehr diese Art von Seiten in letzter Zeit gestaltet und ihr findet davon einige auf meiner Instagram-Seite, also könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Ja, und damit ist meine Seite fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid inspiriert. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Pfiat euch!